blöd. Warum sieht das so eklig aus? Hi. Hi. Organisation 13. Heidelins Lakai. Sag, warum verabscheut ihr die Primae so? Sie sind nur die Verkörperung sterblicher Sehnsüchte. Die sind doch überall. Offenbar wollt ihr einander hassen. Und das sollt ihr auch. Denn aus dem Chaos, das die endlosen Kämpfe entfachen, wird Zodiac auferstehen. Zodiac? Mit jeder Nova kommt das Universum seinem Urbild näher. Sind alle Welten vereint, beginnt die Schöpfung erneut. Der sollte was gegen sein Rauschen im Hals machen. Gegen dieses Röcheln. Das kann auf Dauer nicht gesund sein. Oder er hat zu viel geraucht. Für Zodiac. Das kann nämlich auch sein, dass er einfach zu viel geraucht hat. Du hast ihm lange genug ein Hemmnis, Lichtkriegerin. Was? Ja, bestimmt Asthma. Ja, bestimmt. Leute, ich meine... Oh, ja, ich bin doch da. Ja. Mann. Dunkelheit wird das Licht verschlingen. Oh. Ich weiß, wer als erstes sterben wird. Dein Licht muss erlöscht, verdammter Kerl, jetzt lernt ihr das Bild. Gut. Autsch. Nein, bewegt. Er hat einfach stehen. Ich hasse Eis. Hi. Diese Stärke ist kaum vorstellbar. Nein, ich lasse mich nicht in die Knie zwingen. La Habrea, es ist Zeit. Gut. Lass uns den Sterblichen zeigen, was die Kraft des Transzendierens vermag. Die Grenzen der Seele sind nicht mehr von Belang. Ich will nicht. Ich werde zu dir. Wir sind vereint. Fusion. Ach du Scheiße. Das kann doch nichts werden. Kamehameha! Scheiße.
Irgendwas. Ich sag doch, irgendwas Hässliches kommt bei raus. Boah, da habt ihr mir vorher aber besser gefallen. Du sagst das nicht. Ich darf das trotzdem sagen. Und? Ich hätte vorher pink hingehen sollen. Ich will nicht. Ich gehe dann mal, ne? Ich gehe. Los. Der beißt nicht. Warum glaube ich das nicht? Oh yeah. Stell dich in die lila Wolken, wenn ihr kommt. Okay. Und am Ende sterbe ich. Ich sterbe sowieso, aber jetzt sterbe ich. Lila Wolken. Das ist wie so ein Mantra gerade. Lila Wolken. Ja, die da. Ja, es war doch nur eine Frage. Juhu. Ja, ich darf mich wieder bewegen. Geil. Hm. Ich glaube, das hat ihm gar nicht gefallen. Und tschüss. Und tschüss, okay. Ich hoffe, das hat Spaß gemacht.
Na, es war zumindest besser als das, was ich da gestern alles erlebt habe. Also ja, das war wieder in Ordnung. Das hat wirklich Spaß gemacht. Aber das, was ich da wie gesagt gestern hatte, okay, das war ja grauenvoll. Viel Spaß beim nächsten Dungeon. Hass. Ah, toll. Toll. Ich freue mich jetzt schon. Ich werde wahrscheinlich heute in der Ecke liegen. Hi. Dass sie Heiderlins Kraft wiedererlangen würde, war ja vorherzusehen. Aber dass sie uns an der Entfaltung unserer Gabe hindern würde. Ich bin halt gut. Lass uns gehen, Lahabrea. Sie hat nicht das Mittel, uns zu vernichten. Nichts ist unmöglich. Tja. Das mit X. Bye bye. Mit einem Drachenauge wolltest du dein Glück versuchen? Tja, zu schade, dass es damit nun vorbei ist. Selbst die Kriegerin des Lichts, mit Heidelins Kraft gesegnet, kann einen Arschchen nur mit äußerster Mühe vernichten. Zeit zwangen König Tordan und seine Ritter den hohen Drachen Nidhogg in die Knie. Sie verloren viel, aber erlangten weit mehr. Sie raubten ihm beide Augen, die Kurie seit damals sicher verwahrt. Du besitzt das linke Auge des Drachen, das den Azur-Drachenreitern seit jeher ihre Kraft verleiht. Doch, wo meinst du, ist das Rechte? In dem Sarg? Rein hypothetisch gesehen. Ihm? Mitten unter der Kutte. Ja, ich glaube, da ist dran. Es ist hier. Fest mit dem Körper Haldrads verschmolzen. Dem ersten Azur-Drachenreiter. Das Auge verlieh ihm seine Kraft. Doch am Ende wurde er von ihm verschlungen. Das Leben ist lange aus seinem Körper gewichen. Und doch verfällt die Leiche nicht. Lahabrea, mein Freund. Ihr Aschens, Boten eures dunklen Gottes. Ihr seht eine böse Saat. Das Verlangen nach Rache gebt ihr uns ein und lehrt uns die Götterbeschwörung.
Ihr meint, alles arbeitet für euch auf euer großes Ziel zu. Aber da seid ihr im Irrtum. Du niederträchtiger Heuchler! Der legendäre König Tordan, in mir zum Gott erhöht. Oh nein. So kann man sich auch wieder jung und knackig fühlen. Ich will nicht mehr. Ich gehe dann mal. Nee. Verzweiflung sprachen, gewährt vom gewaltigen Äther, der sich in Nethoks Augen konzentriert. Ewiger Gott. Du hast uns unterschätzt, Aschien. Zu dieser Reinform aller Substanz zurück. Selbst eine Aschenseele. Zerlegt er, würde ich auch mal sagen. Aschens, Drachen, Götzen. Alles, was die Flammen des Krieges schürt, alles, was Zwietracht sät, wird durch meine heilige Klinge zerspalten. Auf Ganze funktioniert das nicht. Diese Welt Frieden finden. Oh. Komm, Lichtkrieger. Das sind böse. Ich bin zu einem der Wesen geworden, die du so sehr verabscheust. Wenn du deinem Hass Luft machen willst, so ergreif diese Gelegenheit. Ja, bitte vorher darf ich pinkeln gehen. Bevor ich dem eins reinhaue. Oder eher mir, besser gesagt. Dem klingt so, als hätte man dem den Kaffee gepisst. Nur zum Glück nicht. Ach Gott. Ja, ich gehe vorher pinkeln, ey. Wo muss ich das? Muss ich da jetzt rein? Oder muss ich da jetzt rein? Minimal verwirrt. Okay. Ja, ich verstehe. Ja, ich geh pinkeln. Geh du mal. Okay. Gut. Ich bin dann gleich. So. Bin ich wieder. Ich will da nicht rein. Mira, falls du noch da bist, dir eine gute Nacht. Ah.
Und vielen lieben Dank, dass du da warst. Danke, dauert noch ein bisschen. So, wollt ihr drei nochmal mit rein? Ich frage jetzt extra. So blöd. Nicht, dass ich das mache und dann wollt ihr nicht. Why not? Ich bin sein Chat bereit, oh Gott. Okay. Dann. Das hier ist es, ne? Ja. Ja. Oh. 1, 2, 3, auf geht's. Ich will dich. Peace. Such dein Glück, Kriegerin des Lichts. Doch gegen den ewigen Gott wirst du nicht bestehen. Ich dulde weder Diener des Lichts noch der Dunkelheit. Nur ich allein bringe dem Volk den Segen. Mir werden ihre Seelen folgen. Mein Wort wird sie leiten. Ja, so einen leichten Sorgenzeit von Optik, ja. Ja, das habe ich auch schon gedacht. War ein bisschen zu hell dafür, aber ja. Doch wenn du an deine Sache glaubst, dann verteidige sie mit deinem eigenen Leben. Mhm. Oh Gott. Hier gibt's schon Musik. Die Karte kann ich hier mal wegfahren.
jetzt auch noch gegen die Kutschis hier. Das kann man aber echt nicht funky Glitzer. Hilfe. Boah, der Typ hat doch Langeweile. Das war schon episch, ja. Ja, Mensch, da fallen sie alle um. Schon nicht so mächtig. Du willst der Welt den Frieden verweigern, um deiner Wahrheit willen? Soll das Leben Tausender durch dein Ethos der Ehrlichkeit zerstört werden? Ja. Soll es. Was bist du für eine Närrin? Ja, die einzige Person, die hier noch im Raum ist. Dann ist das Ende also gekommen. Leider nicht durch meine Hand. Meine Leihgabe. Schön, dass sie dir von Nutzen war. Da
das zweite Auge. Endlich sind sie beide in meiner Hand. Nun muss ich nur noch dafür sorgen, dass weder Ishgarder noch Drachen sie jemals wiederfinden. Drachilein. Schnell, Botin Heidelins. Ja. Wir fliegen far, far away. Klar, und die fliegen mal wieder weg. Ohne uns. Chef, sieh mal da! Hey! Hierher! Sie macht's aber auch jedes Mal spannend. Ich? Ich kann da nur nichts für. Ich werde einfach hineingeworfen. Warum mache ich das immer spannend? Da kann ich doch gar nichts für. Oh, das Final Fantasy. Sie hat es also geschafft. Daran haben wir doch nie gezweifelt, oder? Lasst uns nach Ishgard zurückkehren. Alle warten auf die triumphale Rückkehr unserer Heldin. Ja, fliegt ihr mal mit eurem billigen Schiff. Ich fliege mit Drachi. Weißt du, wie geil ist das? Einfach, weißt du, die zocken da und ich mache einen auf Drachenreiterin. Wo ist Estinien? Da gab es ein paar Komplikationen. Er hat ein paar Schuppen bekommen. Urplötzlich. Ich will den jetzt... Echt? Willst du das? Ich
Du bist wohl die allererste, die jemals auf dem Rücken eines Drachen in unsere Stadt zurückgekehrt ist. Dieser Tag wird in die Geschichte eingehen. Wir sind kein Drachen, das stimmt. Ja, wie gesagt, ich mache ja einen auf Drachenreiterin, ne? Es ist geschafft. Keine vier, aber das kann ich. Aufgehalten. Die Kriegerin des Lichts, um genau zu sein. Noch ist nicht alles vorbei, Kinder Ishgards. Nee. Mit wem haben wir die Ehre? Drachi. Ich Drachi, bin Menschen, Drachi, der erste Drache. Ich habe Heidelins Kriegerin begleitet und ihre Taten im Kampf zwischen unseren Völkern beobachtet. Drachi. Sagt mir, Kinder Tordans, wollt ihr den Frieden mit den Drachen? Mein Volk hat unbeschreibliche Verbrechen gegen das Eure begangen und gegen unser eigenes. Ich wünschte, ich könnte all dies ungeschehen machen. Es fällt schwer, solch abscheuliche Taten zu vergessen, und so denke ich, dass wir uns alle erinnern müssen. Ich habe das Lügengebäude zerstört, das meine Ahnen für unser Volk errichteten. Nidhogg, der den Feldzug für die Euren führte, ist gefallen. Wir haben viele Opfer zu beklagen, doch ich bin überzeugt davon, dass wir alle in diesem Land in Frieden zusammenleben können. Ishgarder wie Drachen. Ich werde deine Worte nicht vergessen. Aber bedenke, dass Nidhoggs Seele noch fortlebt. Euer Azur-Drachenreiter ist gefallen. Nidhoggs rachsüchtiger Geist ist in ihm. Er ist nun der Drache. Ja. Ein bisschen blöd gelaufen. Estinien? Ja. Nidhogg wird die Seinen bald wieder rufen. Und sie werden ihm folgen. Der Krieg ist noch nicht vorüber. Eure wahre Prüfung steht erst bevor. Ich werde nicht aufgeben. Noch wird mein Volk das tun. Für all jene, die in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft starben und um unsere Freunde Seelen willen, werden wir den Frieden erreichen. Ein tausendjähriger Krieg findet kein so schnelles Ende. Sieh zu, dass deine Überzeugung Generation um Generation weitergegeben wird. Dann wird am Horizont eine Zukunft erscheinen, die von Licht und Harmonie erfüllt ist. Wie gut, dass ich Drachi jetzt immer bei mir habe. Ach, yeah. Meister Emmerich, der Kommandant der Tempelritter, hat die Urkunde im Namen Ishgards gezeichnet. Hiermit verkünde ich, dass Ishgard mit dem heutigen Tage
erneut als Mitglied in die Eoseische Allianz aufgenommen ist. Lasst unsere Völker vereint voranschreiten und dem Galäischen Reich mutig die Stirn bieten. Für die Zukunft Eoseas! Für die Zukunft Eoseas! So einfach geht das. Da bist du ja. Für unseren Freund, nicht wahr? Ich bin sicher, dass Oshufan von hier aus immer über Ishgard wachen wird. Es war eine unendlich lange Reise, voller Strapazen und tragischer Verluste. Aber komme, was da wolle, wir werden auf keinen Fall stehen bleiben. Schließlich müssen wir alle zusammen den Bund der Morgenröte wieder aufbauen. Und dazu brauchen wir Geld. Viel Geld. Wieder nur unser Bestes. Und so geht ein bedeutendes Kapitel zu Ende. Ishgard aber erwartet eine Zeit großer Umbrüche. Die Abkehr vom Papsttum nach 1000 Jahren kirchlicher Herrschaft stellt das Volk vor eine schwere Aufgabe. Auch die Fehde mit den Drachen ist noch lange nicht beigelegt, denn Nidhoggs Hass brennt weiter, ungestillt. Und dennoch. Solange der junge Großmeister der Tempelritter und seine loyalen Vertrauten das Volk führen, besteht Hoffnung. Hoffnung, dass eines Tages der Friede wieder Einzug halten wird und Drachen und Ishgarder in Harmonie zusammenleben. Wir müssen diese Zukunft herbeiführen. Eine neue Ära, die uns immer weiter streben lässt. Himmelwärts. Jetzt ist er wieder durch, zumindest die Basis. Juhu!
Der Rest zieht sich aber jetzt nicht genauso hin wie die siebte Ära, oder? Oder? Doch. Oh, das hasse ich leider wieder. Nee, das ist schlimmer. Ich finde es aber nicht ganz so schlimm. Na dann. Leiden wir auf ein neues. Ich weiß nicht, was ich glaube. Ich habe noch ein Lied, was auf meine Liste kommen muss. Es ist so nicht zu glauben. Gucke mir nie Credits an. Evan 14 ist das erste, wo ich es tue. Wir sind 44 Quests bis Stormblood. Das geht ja. Vorher war in einem anderen waren es 80? Wegen dem Song. Ja, genau wegen dem Song. Finde ich voll schön. Hier kommt jetzt das Handwerk Rampage. Irgendwie richtig geil für eine 14. Oh, Hybrid, du glaubst gar nicht, wie viele Gaming-Soundtracks ich schon als Playlist habe. Privat bei YouTube oder bei Spotify, das ist krank schon. Er war 80, ja. Okay. Das Schlimmste ist, ich muss die ganze Kacke nochmal durchmachen mit Kaya. Ich will nicht Rekord für die längsten Credits. Tja, 2 Stunden. Aber schön. Irgendwann guckt man sich echt nur noch Credits an. Okay, jetzt werden sie Detail gespielt haben. Ach du Scheiße. Da frage ich mich dann, wer sich die 2 Stunden Credits angetan hat.
Bei den meisten Credits schalte ich tatsächlich ab. Wobei ich bei, ja gut, Final Fantasy, zumindest den neueren, wie Kingdom Hearts zum Beispiel auch noch, und Jack and Dexter. Das spiele ich oder da gucke ich tatsächlich die Credits immer zum Ende, weil es dann immer noch Bonusszenen gibt. Wenn man es komplett geschafft hat. Und ich bin ein Fan von Bonusszenen. Ich glaube nur nicht, dass das hier der Fall sein wird. Das könnte sich jetzt also noch um Stunden handeln. Ich will es mit Shadowbringers zum Heulen, was ab. Also vorhin bei Eisherz war ich ja eh schon kurz davor. Ich wollte ab dem Zeitpunkt nicht weiterspielen. Das ist so. Nein. Nein. Was Daumenblatt habe ich jetzt ein bisschen Schiss. Dann. Wenn wir da sind. Genauso wie ich vor Shadowbringers Schiss habe. Dann würde ich nur besonders das 5 von 3 hinten brechen. Ah, oh, Matoya. Ich feiere die immer noch in dem Besen auch. So, jetzt werde ich allerdings schon ein bisschen ungeduldig wieder. Bei den Credits. Also kann ich für mich einfach wieder leiser machen. Stormblood ist ganz cool. Ich bin gespannt. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass ich es vielleicht bis Endwalker schaffe, das Spiel. Also, ne, so weit zu kommen, dass ich, wenn Endwalker rauskommt, dass ich Endwalker direkt spielen kann. Bin mir nur nicht sicher, ob ich das wirklich schaffe. Wenn ich bedenke, wie lange ich jetzt schon gebraucht habe. Ich weiß, wenn ich mir nicht immer alles angucken würde, dann wäre es schon. Würde es schon viel schneller gehen. Ich glaube, das packst du. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich glaube erst dran, wenn ich Stormblood fertig habe. Dann glaube ich dran. Ich schätze mal. Es wird ganz, ganz eng. Ich glaube, ganz, ganz knapp vor Endwalker könnte ich es vielleicht schaffen. Ganz knapp davor vielleicht. Dungeons kosten halt eine Menge Zeit. Ja. Nicht lange brauchen, wenn du nicht solche siehst wie uns, die immer was zeigen und verlocken. Ey! Dank Leuten wie euch, oder dank euch, dauern zum Beispiel die Indies nicht lange, zumindest die Warterei. Weil ich dank euch immer jemanden habe, der mit reingeht. Jetzt Frechheit für die Okay. ja. Nee, Bruno, ich würde gar nicht so weit kommen. Da wäre ich wahrscheinlich immer noch relativ am Anfang. Weil mir einfach verschiedene Leute fehlen für die Gruppen. Wenn ich bedenke, wie ich manchmal 1 bis 2 Stunden darauf warte, in eine Indie reinzukommen. Es hat, glaube ich, allein. Vier Anläufe gebraucht, bis ich Ramu Zenit der Götter machen konnte. Weil ich nie eine Gruppe gefunden habe. Es wurde aber keiner. Ich weiß jetzt auch warum, aber es wurde keiner. Jetzt, wir können den Phönix holen.
Ja, ich bin, glaube ich, nur noch keine großartige Hilfe, was das Farmen der Vögel angeht. Die Ponys, das könnte ich vielleicht unter Vorbehalt, rein hypothetisch gesehen, schaffen. Rein hypothetisch. Eventuell. Dieser Götter so los. Also gestern, als ich die drei Zenith-Dinger gemacht habe, war keiner online. Aber ich war auch tatsächlich sehr, sehr spät erst online. Wobei, wann war ich? Ich glaube 20 Uhr und eigentlich wollte ich um 16, 17, aber das hat dir nicht mehr gepasst. Dann bin ich 22 Uhr ins Bett, weil Sturm und so. Und ich wollte nicht bei Gewitter den Keller verlassen. Ich bin dann doch ein kleiner Schisserlein. Dann sind wir spätestens eine Stunde fertig. Was? Wie gesagt, gestern habe ich Ramu, Titan und irgendjemanden habe ich noch gemacht. Oder nur freigeschaltet? Nee, nur freigeschaltet. Ifrit habe ich freigeschaltet. Die Niedergötter Ifrit habe ich freigeschaltet. Das müsste ich noch machen. Irgendwann. Dann loopt das. Ich weiß gar nicht, für Ramu gestern der letzte Versuch, glaube ich. Nein, Bruce und ich haben eine Stimme für alle drei Ponys neu gebraucht. Ja. Wie gesagt, Ponys würde ich mir jetzt zutrauen. Ponys würde ich hinkriegen. Ich glaube, die Vögel würde ich dann wahrscheinlich dann machen, wenn ich mit Stormblood fertig wäre. Würde ich mich wahrscheinlich erst an die Vögel trauen. Wenn überhaupt. Mega geil, die Heavens Watch Trailer Musik. Ja. Wobei da auch ein anderes FF-Lied drin ist. Mit ein paar Melodien sind daraus gleich. Das gibt Wunderpop. Okay. Oh, das kommt ja noch. Ach ja, hier Blondie kommt. Lahabrea und Iggy Yorm sind gefallen. Übertölpelt von einer Handvoll Sterblicher. Und die achte Nova, die sie auslösen wollten, ist nicht eingetreten. Okay, machen wir. Aber ich sollte nicht spotten. Letztlich fällt ihr Versagen auf uns alle zurück. Wenn das Gleichgewicht zwischen Licht und Dunkelheit noch weiter verschoben wird, ist unsere Mission ernsthaft gefährdet. Die Kriegerin des Lichts besitzt zu viel Kraft. Sie nähert sich dem Göttlichen. Deshalb muss deine Schar eingreifen. Krieger der Dunkelheit. Gut. Lol. Sind die jetzt auf waren die jetzt auf dem Mond? Na, liege ich endlich mal in der Sonne? Spannend. Urlaub? Nee. Nichts mit Urlaub. Jupp. Hallöchen, Leute. Kann mir einer sagen, wann ich jemals eine ruhige Minute haben werde? Ja, die Frage stelle ich mir auch. In absehbarer Zeit wohl nicht. So, erstmal noch ein Snack. Mach das hier dort, glaube ich, noch. Eventuell. Und erstmal ein alter Bekannter. Will ich das wissen?
Nein. 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 Ich habe Nein gesagt. Nein! Diese Wichte müssen aber auch alles in Gang setzen, was sie finden. Ein Primae ist kein Spielzeug. Hat der Veloxinerate gesagt. Leck. Piep! Und piep, piep, piep! Nein! Aus! Nein, ich will nicht! Nein! 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 Ich geh da nicht rein. Ich geh da nicht rein. Ich mag Alexander nicht. Er kam FF. Nein! Das ist der letzte Shit-Dreck. Nein! Auch schwer soll der ganz cool sein. Tickt doch nicht mehr. Also die Entwickler, die ticken. Die haben sie nicht mehr alle. Alter, ihr wollt mich umbringen. Nein! Nö. Hybrid! Nein! Aus! Bitte Wahrheit enthüllt und falsche Mythen zerschlagen. Ja. Ja. Wie dunkel die Schatten auch sind, das Licht wird sie bezwingen. Ja, hallöchen. Hallo, Alfino. Na, das führt im Schritt. Erstmal Ponys. Ja. Aber Leuchtewaffen. Nix da. In dem Fall verzichte ich mal auf die Leuchtewaffen und warte auf die Ponys haben. Ich nehme hier nur noch kurz die Quest an. Es läuft eh automatisch. Die automatischen Dinge lese ich eh nicht vor. Überfliege ich selber. Das Gute ist, ich kann es mir im Nachhinein ansehen. So schnell kann ich leider nicht lesen. So. Es gibt Hinweise. Sehr cool. Alexander Extreme ist das schwerste Content auf 80. Toll. Aber weißt du, wie ich das schon direkt geahnt habe, dass es sich um Alexander handelt? Das ist so... Nein, ich will das nicht. Nee, das will ich einfach nicht. Wie für uns ist eine riesige Maschine. Ja gut. Fällt mir spontan keiner ein. Oh. Mein Besen. Gut. Da habe ich alles. Ah, mein Drachi. Aber schön, dass mein Besen schon wieder alles sauber macht, ne? Drachi. Huch. Ich kann nicht automatisch laufen. Uralte Götter. Oh Gott. Luftpiraten. Wege der Astrologie. Das sind die beiden, die ich sowieso vorhin hatte.
an, fürchterliches. Ja, echt fürchterliches. Also Pony, ja, wenn ihr Bock drauf habt. Ich hab da eine Reihe voll. Bei Ponys sag ich nicht nein. Ich hab zwar ein bisschen Schiss, aber ich sage nicht nein. Das hat sich auch wieder umgeändert.